In diesem Video geht es um die Sony A7S II und ich verrate euch die besten Einstellungen zum Film. Und zwar wechsle ich da zwischen dem ganz normalen manuellen Modus und dem Videomodus. Und im Grunde genommen ist der einzige Unterschied, dass ich im manuellen Modus nicht den Ton manuell pegeln kann, sondern dafür muss ich in den Videomodus wechseln. Das kann ich hier oben an dem Drehrad machen. Schon bin ich im Videomodus und kann hier auch den Ton manuell pegeln. Warum ich aber bevorzugt im manuellen Modus filme, ist, dass ich hier den Vorteil habe, dass ich direkt auch Fotos machen kann, was im Videomodus nicht funktioniert. Hier kann ich Fotos machen, aber auch eine Videoaufnahme starten mit den gleichen Einstellungen. Grundsätzlich habe ich die Kamera auf NTSC eingestellt und wenn ich 4K brauche oder 4K aufnehmen möchte, dann wähle ich 24 Bilder die Sekunde mit 100 Mbit, habe dann am Ende auch ein 24 FPS Projekt im Schnittprogramm. Und wenn ich doch mal eine Zeitlupe brauche oder nur Full HD reicht, dann wähle ich in den meisten Fällen 60 Bilder die Sekunde oder 120 Bilder die Sekunde und habe so die Möglichkeit, auch Zeitlupen zu machen. Wenn ich weiß, dass ich absolut keine Zeitlupe brauche, dann natürlich auch hier 24 Bilder die Sekunde. Ich würde aber lieber dann in 4K mit 24 Bildern die Sekunde filmen, um halt die Möglichkeit zu haben, zu skalieren bzw. irgendwie ins Bild rein zu croppen. Hier gibt es die Fotoprofile und da wechsle ich zwischen aus, ganz normal, also im Standardfotoprofil filmen, wenn ich weiß, okay, ich muss jetzt keine Zeit ins Grading stecken, weil es jetzt vielleicht keine mega wichtigen Aufnahmen sind oder kein großes Projekt. Oder bei Profil 7, dahinter befindet sich der S-Log 2. Je nachdem, was ich gerade aber auch aufnehme, wechsle ich da zwischen 7 und 9, denn unter 9 befindet sich S-Log 3. Und zum S-Log grundsätzlich mache ich nochmal ein separates Video, was das so beinhaltet und was das genau ist. Aber der S-Log 2 hat seine Stärken in den helleren Bereichen, aber wenn ich mehr dunklere Bereiche habe, dann wähle ich S-Log 3. Die Kamera hat viele verschiedene Knöpfe, die man wirklich selbst belegen kann. Und hier habe ich eine kleine Auswahl getroffen anhand dessen, wie ich das so in der Regel brauche. Das kann sich aber auch mit der Zeit nochmal verändern, wenn ich merke, okay, eine bestimmte Funktion brauche ich immer öfter, dann lege ich sie mir nochmal auf einen anderen Knopf. Und hier oben befindet sich der C2-Knopf. Hiermit kann ich den Fokuspunkt wählen bzw. den Fokusmodus. Und wenn ich das einmal reindrücke, kann ich den Fokuspunkt verändern. Bei C1 habe ich den Weißabgleich. Hier kann ich den Weißabgleich verändern. C3 ist für mich der Fokusmodus. Und ansonsten C4 ist nochmal das Zebra. Hier beim Steuerkreuz habe ich standardmäßig Display eingestellt. Nach links ist nichts. Nach unten ist auch nichts, weil ich nichts brauche. Nach rechts ist die ISO, aber ich habe auch schon auf dem Drehrad die ISO selbst gelegt. Zusätzlich kann ich mir hier unter der Funktionstaste nochmal zwei Ebenen legen. Und da habe ich den Tonaufnahmepegel oben, das Fotoprofil, auch den Fokusmodus, das Fokusfeld, Peak. Falls ich jetzt mal das Fokus-Peaking brauche zum Scharfstellen, das Zebra, um das Bild nach Helligkeit bzw. Überstrahlung zu beurteilen, dem Gamma-Anzeigeassistenten, das ist ganz hilfreich, gerade wenn man im S-Log filmt, dann wird das Bild nicht flach angezeigt, sondern wie im Standardprofil, aber trotzdem flach aufgenommen. Messmodus, Weißabgleich hier nochmal an der Stelle, DRO, Kreativmodus, was ich hier zwar habe, aber nicht benutze, und hier auch nochmal den Filmmodus. In den meisten Fällen benutze ich nur die obere Reihe. Wie man das Ganze einstellt, das zeige ich euch jetzt. Dafür geht ihr ins Menü auf den zweiten Tab und die sechste Seite. Und hier gibt es unten Funktionsmenü-Einstellungen und Key-Benutzer-Einstellungen. Funktionsmenü ist das, was ich hier auf FN habe. Da kann man sich alles Mögliche einstellen. Obere Seite, untere Seite. Und unter Key-Benutzereinstellungen findet ihr die ganzen Knöpfe, zum Beispiel, dass ich auf dem Steuerrad
zum Drehen die ISO habe. Was sind eure besten Einstellungen bei eurer Kamera? Oder habt ihr hier noch weitere Tipps, was man noch einstellen könnte oder was man anders einstellen könnte? Wenn ja, warum und wieso und weshalb, postet es unten in die Kommentare und lasst uns da gerne weiter diskutieren. Ansonsten hoffe ich, euch hat das Video gefallen und auch geholfen. Wenn dem so ist, gebt einen Daumen nach oben. Abonnieren nicht vergessen, dann verpasst ihr keins meiner Videos mehr und die Abo-Box aktivieren, ganz wichtig. Und wir sehen uns nächste Woche mit einem neuen Video wieder. Bis dann.